Wir haben ja ein tolles Ausflugsziel für euch, was man wunderbar von Orlando aus machen kann. Und das, da kann man Tiere entdecken, wo man gar nicht so denkt, dass es die in Florida gibt. Aber schaut mal selber, ob wir das auch so alles finden und sehen, was wir hier gerade sagen. Also, bleibt gespannt. Wir wären ja nicht Florida in Zeit, wenn wir auch live in Zeit berichten würden immer und euch Insider-Tipps geben würden. Und dies hier ist einer, also das weiß glaube ich nicht jeder, das ist der Payne Puri Preserve State Park. Und der ist in der Nähe von Gainesville, so unterhalb von Gainesville. Super Reiseziel, Ausflugsziel von Orlando aus. So ja, knapp zwei Stunden, unter zwei Stunden seid auf jeden Fall da. Und wir schauen mal, was hier alles gibt. Hier sollen nämlich auch Tiere sein, die vielleicht der ein oder andere nicht denkt, dass die hier in Florida zu sehen gibt. Wir schauen mal, ob wir die vor der Linse kriegen. Also, seid gespannt. Ja, mit den ersten Tieren haben wir ja schon mal richtig Glück gehabt, dass wir die vor Linse gekriegt haben, und zwar Bisons. Eine ganze Herde läuft hier hinten lang und da muss man hier schon ein bisschen Glück haben, weil, ja, wie gesagt, die streuen dann hier quer durch die Prärie und das ist nicht so einfach. Und wir sind hier in einem Trail in der Nähe des Visitor Centers und ja, was soll man sagen, da hinten sind sie. Ne? Also besser kann es nicht laufen. Ich denke mal, wir kriegen noch mehr vor Linse, wir schauen mal. Ja, das war es auch schon wieder mit unserem kleinen Ausflug hier. Wir fanden es richtig geil, müssen wir ganz ehrlich sagen. Es gibt einiges zu sehen. Ihr habt ja gesehen, Bisons, Wildlebende, eine ganze Horde. Es gibt auch noch Pferde hier, Wildlebende. Die sind uns leider nicht vor der Linse gelaufen.
Aber dafür Alligatoren, Gürteltiere, Schlangen etc. pp. Gibt es ja natürlich auch noch. Ne? Und wir haben ca. so 20% hier angekratzt von dem Ding. Nur uns ist es zu warm, um irgendwelche Trails jetzt noch zu machen. Fahrt hier selber mal hin. Wie gesagt, unterhalb von Gainesville, oberhalb von Orlando. Also ihr könnt es perfekt als Ausflugsziel von Orlando machen. Und ja, das war's mit uns. Denkt dran, lasst die Sonne rein, abonniert uns fein, ne? Schaut mal auf unseren YouTube-Channel. Dort haben wir noch mehr schöne Ausflugsziele und Insider-Tipps. Und wir sehen uns, euer Floridan-Zeit-Team. Bis dann.